Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Trainfieber hier bei Heisenberg zockt. Ja, das ist unser neuer Bahnhof hier in Schwendi und hier werden demnächst die Züge einlaufen. Ich habe ja noch ein bisschen Terraforming betrieben, das konnte man zum Schluss der letzten Folge sehen. Ja, was das halt so zu tun gab, da ein bisschen was, da ein bisschen was. Ich habe auch die Strecke hier hinten von den Schienenbussen nochmal ein bisschen modifiziert. Irgendwie interessant wird es vielleicht hier vorne ein bisschen. Hier ist Wald. Hier zwischen den Gleisen ebenso, dass diese Brücken nicht so alleine hier in der Weltgeschichte rumstehen, würde ich mal sagen. Gut, jetzt eigentlich fehlen noch die Signale. Die Linie haben wir auch noch nicht eingezeichnet. Ich würde aber glatt trotzdem jetzt zuerst die Züge kaufen, denn ich habe gespeichert. Wenn hier irgendwas abstürzt, verliere ich nichts. Das heißt, wir müssen nicht Signale machen und so weiter und dann muss ich wieder speichern und dann die Züge kaufen, sondern wir können sie jetzt kaufen. Jetzt müssen wir aber mal schauen, kommen wir hier irgendwie auf unser Gleis von hier aus? Nein, kommen wir nicht. Haben wir hier sonst noch ein Depot? Nö, haben wir auch nicht. Okay, dann gehen wir mal ins nächste Städtchen. Das wäre ja vorne. Die können noch kein Depot haben. Die haben noch nicht mal eine Buslinie. Deswegen sollen wir mal in der Mitte. Ist eigentlich egal, wo. Hier wird's. Ich finde dieses Schwendi halt einfach nett. Hier mit dieser Straße hier hoch. Ich glaube, die haben sich ein Depot verdient. Nicht, dass die anderen Städte sich kein Depot verdient hätten, aber die haben sich jetzt hier ganz besonders verdient. Was nehmen wir denn? Erstmal ein Gleis machen. Das wäre noch eine Idee. Machen wir. zum Beispiel geht das. Das war hier. Moment. Von hierher kommend. Ja, so nah dran dann doch nicht. Aber vielleicht so. Ja, so nah dran dann doch nicht. So geht's. Moment, noch ein bisschen zurück. Okay, dann haben wir es hier unten. Dann gäbe das, keine Ahnung, passt du noch hin? Nein, definitiv nein. Oh, okay. Ah, arg. Okay, das geht gar nicht. Die haben alle sozusagen noch so ein Dingens nach rechts. Ja, das ist ja doof. Moment, du? Du passt. Ja, dann bist du gekauft. Du schwebst ein bisschen, das war mir fast klar. Deswegen kriegst du hier nochmal ein bisschen Boden unter die Füße, wenn das geht. Machen wir mal so. Ja, das geht. Den können wir wieder zurückschieben. Dann sollte das reichen, dass der da drunter zu liegen kommt, hoffe ich mal. Ja, so ganz geklappt hat das auch nicht. Okay, ist aber kein Drama. Wir können das anderweitig kaschieren. So, der Klassiker. Und schon sieht man hier, huch, und schon ist es weg. Und schon sieht man hier nichts mehr schweben und dann ist das ganze Depot weg. Gut, jetzt müssen wir die Schiene vielleicht noch ranhängen ans Netz. Machen wir gleich auch mal. Nee, wir machen alte, aber mit Strom. Strom haben wir. Alte Schienen. Und dann gucken wir mal, wo kommen wir rein. Oh, Kollision bei der Terra-Angleichung. Müssen wir ein bisschen eher hier lang. Machen wir mal. Okay. Gehen hier vielleicht. Oh, wir können schön vor der Straße noch rein. Okay, dann machen wir das so. Dann gibt's. Oh, jetzt habe ich vergessen zurück zu scrollen. Nö. Oh, hier ist ein Signal. Okay, nehmen wir dich. Geht ja nur darum, dass der Zug da rausfahren kann. Wobei, ich muss doch trotzdem hoch. Wir brauchen ja nachher die Signale sowieso noch. Das ist halt einfach schade, dass man da links. Blödsinn, links. Rechts. Wir nehmen die hier. Das passt schon. Gut, dass man da rechts nicht irgendwie so wie bei Windows halt mit dem Fenster so, ups, so hoch kann. Dann würde es wesentlich schneller gehen. Gut, Züge speichern muss ich nicht. Dieses Depot, wenn irgendwas abstürzt, werden wir schnell wieder haben. Na, man reiche uns die Züge, liebes Spiel. Ja, hat halt doch auch schon wieder tausende Mods drin. Gut, Lokomotiven. Ich möchte hier mal gucken, was haben wir denn Neues? Hier noch mit dabei. Ich habe da so einen bestimmten Zug. Hätte ich da durchaus noch im Visier. Ich weiß nicht, ob es den schon gibt. Hier, dich möchte ich schon mal haben. 125 km/h. Na, die Musik läuft noch. Das ist immer gut. Okay. Dann M Logistik ist ein bisschen schneller. Wir achten jetzt hier nicht massiv auf die Tempos. Tempis. Hua. Und der ist natürlich
auch relativ gediegen hier mit 160. Da, City Elefant. Aber war der nicht mal... Nee, jetzt verwechsel ich den. Das müsste irgendwie Österreich sein, kann das sein? Steht, glaube ich, hier. Nee, Skoda. Hm, Moment. Overhead wires produced the Skoda Transportation. Known as City Elephant. Steht leider nicht da, aber ich glaube, der gehört nach Österreich. Na, die Musik läuft. Ja, sehr schön, sehr schön. Jetzt kommen wir hier zu Kollege IC und Co. Die sind natürlich zu schnell für diese Strecke, würde ich mal behaupten. Da. ÖBB Cat, den wollte ich eben noch dazu haben. Genau, wir nehmen mal den hier. Das scheint auch zu klappen. Und jetzt haben wir die Strecke eigentlich voll, wenn wir es genau nehmen. Und das mit lauter Zügen, die schon fertig sind. Sehe ich das richtig? Eigentlich ja. Wir könnten dazu vielleicht noch irgendwie... Jetzt haben wir, ja gut, wir haben natürlich jetzt hier auch alle Triebwagen. Sollen wir mal noch was Normales dazu nehmen? Einfach nicht abstürzen, liebes Spiel. Das würde mich dann doch ärgern. Aber tja, ich scroll mal, ich scroll. So. Die Auswahl ist riesig. Eine Dampflok nehmen wir jetzt keine mehr im Jahr 2005. Die fahren sowieso noch rum. Was könnten wir denn nehmen? Was haben wir sicher noch nicht? Die hier. Doch, die haben wir natürlich schon relativ oft. Scrolle ich gerade wieder runter? Nein, ich scrolle. Ja, ich scroll. Ich scroll in die falsche Richtung, sagen wir so. Hier geht's lang. Ich hab's gleich. Wir haben ja Zeit. Wir werden nachher natürlich mitfahren. Eh klar. Ist jetzt nichts, was mich direkt anspringt. So im Sinne von, ja, ich wär's. Golden Pass Line. Ist zu wenig bergig hier eigentlich. Wobei, aber den hätten wir auch als Set. Oder die. Eine Cargo Lok bringt's auch nicht so. Die hier nackig brauchen wir nicht. Die haben wir hier schon. Vielleicht doch nochmal bei den Triebwagen gucken. Wir nehmen noch so ein Dingens dazu, so ein Stadler. Wo haben wir die? Irgendwie sowas hier in der Richtung. Wir nehmen den mal noch. Ist eh ein RAB. Okay. Mit 180 km/h ist auch ein kleiner Düsenjäger. Gut, jetzt haben wir aber die Linie noch nicht. Und wir haben noch keine Signale. Das heißt, wir können hier eigentlich zumachen. Wir wissen, die Züge sind da drin. Dann machen wir zuerst mal die Signale. Die Linie bringt nicht viel, wenn wir die Signale noch nicht haben. Ich hoffe, die funktionieren. Wir werden es rausfinden. Wir haben hier eigentlich mal das... Oh, Moment. Das sind... Ja, links steht ja dran, Heisi. Okay, wir brauchen die Signale schon eher rechts. Dann nehmen wir mal dich. Wenn wir halt Rechtsverkehr haben. Okay, und dann gibt es hier eins vor der Straße und vor der Einfahrt vom Depot. Dann machen wir hier wieder mal schön vorm Tunnel und nach dem Tunnel. Jetzt haben wir doch 5 Züge, da brauchen wir auch das eine oder andere Signal natürlich. So, geht hier lang. Dann können wir hier in der Mitte noch einen Block setzen. Und hier vorne kommt eh schon der Bahnhof. Also einmal vor der Weiche und hier noch einmal vor der Straße. Okay, dann geht es hier doch im Bahnhof durch, hier ins Tunnel rein. Da brauchen wir hier ein Signal. Okay, ist ein, wo gehst du hin, Tunnel? Ach, nach da, okay. Dann müssen wir hier auch noch eins machen. Zack, und dann gucken wir wieder, dann geht es hier auf Brücken und Co. Machen wir hier dazwischen noch welche. Da ist wieder eine Brücke. Können wir schön wieder dazwischen. Hier bei Trainfieber geht das ja nicht. Dass wir Signale auf Brücken setzen. Das geht erst beim Nachfolger. So. Hier nochmal. Boah, ist eine ordentlich lange Strecke. Wir können hier nochmal welche machen. Dann hier nochmal beim Tunnel. Einmal diesen. Einmal drehen. Einmal runterstechen. So, und dann gehen die hier ja auseinander, die Pisten. Also lassen wir es mal. Wir könnten hier trotzdem natürlich Signal, wir setzen trotzdem welche. Das ist eine relativ lange Strecke hier. Und die ist natürlich, nee, Moment, nee, die ist nur in eine Richtung befahren. Das sind nur die Züge, die hier ankommen. Das können wir schon machen. Gibt's hier mal eins. Und dann gibt es hier unten noch eins. Und in die Gegenrichtung müssen wir mal gucken.
Wenn wir von hier kommen, dann müssen wir eh da noch schnell gucken. Hier die Weiche, die ist weg. Ja, dann geht es hier auf die Brücke. Das können wir eigentlich lassen. Hier unten haben wir dann eins. Okay, jetzt müssen wir aber die Signale noch schnell hier betrachten. Wo ja die Schienenbusse auch noch rumdüsen. Was ist das denn hier für ein Signal? Ist ja ganz interessant. Moment, ich brauche mal die Linie. In die Richtung. Ach so. Ja, aber noch nicht nach der Weiche. Ach so, die Weiche ist ja neu. Jetzt dachte ich gerade, was habe ich denn da hingestellt? Aber ist schon klar, die Weiche ist neu. Als wir das Signal hier gesetzt haben, gab es die Weiche noch nicht. Und dieses Gleis auch nicht. Deswegen konnte ich nicht wissen, dass das dann natürlich irgendwann im Prinzip nicht mehr stimmt hier. Gut. Wie machen wir es denn? Dann machen wir das ein bisschen weiter vorne. Aber hier ist halt Brücke. Dann haben wir halt hier dann das Signal vom Schienenbus. Das ist auch okay. Das sind ja nicht Hunderte. Und das andere Signal hier, das passt dann. Hier haben wir auch noch eins. Das würde im Moment noch stimmen. Doch, das müsste eigentlich auch weiterhin stimmen. Gut. Signale für unsere neue Linie. Wir gehen hier lang, gehen hier raus und können dann hier mal eins setzen. Okay. Eher geht nicht. Und wenn wir zurückkommen, das wäre dann hier, dann gibt es hier noch ein Signal. Bevor wir reinfahren. Okay, gucken wir mal. Linien, was haben wir denn hier noch Schönes? Linien basteln. Das Linienverwaltungsfenster, genau das habe ich gesucht. So. Hü. Mal gucken, was das Spiel vorschlägt. Oh, sehr schön. Weinrot. Sehr nette Farbe. Also, wir wollen hier von Farnstedt nach hier hinten. Hierhin nach Lied und dann eins weiter noch nach Schwendi, genau. Und dann wollen wir wieder zurück. Das würde sogar funktionieren, aber wir wollen wieder zurück nach Lied. Und da sind wir nur eingleisig, da müssen wir schnell gucken. Und von Lied wollen wir wieder nach Farnstedt. Hier oben von Farnstedt wieder nach Lied. Okay. Die Linie ist zwar eingezeichnet, aber wenn ich das richtig sehe, nur eingleisig. Hier fehlt was. Befährst du das hin und zurück? Okay, dann müssen wir gucken, dann stimmt irgendwas je nachdem mit den Weichen nicht. Wir schauen mal. Wo wird es eingleisig? Ist das hier schon eingleisig? Das ist hier schon eingleisig. Aha. Wir haben hier doch eigentlich eine Weiche gemacht. Hier kannst du doch eigentlich wechseln. Dann fehlt irgendwo ein Stück Schiene. Oder Strom. Moment. Mache hier mal zu, können wir nachher wieder rausfischen. So können wir schön gleichzeitig noch gucken, ob wir auch wirklich überall Strom haben. Und so sollten wir eigentlich auch feststellen, wenn irgendwo ein Stück Schiene fehlt. Hier vorne haben wir auch eine Weiche. Und Strom, glaube ich mal, haben wir auch überall. Das müsste passen. Bis jetzt sehe ich noch nichts. Dann geht es hier rüber. Hier haben wir Strom und hier haben wir außen brauchen wir den Strom, in der Mitte nicht. Ah, Moment. Hier bräuchten wir ihn dann doch. Wenn wir hier in den Bahnhof rein wollen. Was haben wir denn hier noch? Ist das auch ein Depot? Dann hätten wir ja schon ein Depot gehabt. Naja, gut. Man lernt nie aus. Ich habe fast gesagt, man wird nie schlauer. Tatsächlich, wäre ein Depot gewesen. Gut. Halb so schlimm, dann haben die da hinten jetzt halt auch eins. So, nochmal die Linie. Wir bräuchten... Angeschrieben haben wir sie noch nicht, das machen wir auch noch. Wir bräuchten die hier, Linie Number One. Die macht immer noch nicht, was sie soll. Warum? Habt ihr hier... Doch, ihr habt hier eigentlich auch eine Weiche. Irgendwie... wir schreiben sie mal an und dann überlegen wir uns in Ruhe, was da nicht passt. Das wäre dann, wie haben wir denn die anderen benannt? Interregio? Ja, Interregio. Dann ist das auch eine Interregio in dem Sinn. Könnte man mit IR abkürzen, ist klar. Aber da wir jetzt alle als Interregio, was habe ich denn jetzt wieder geschrieben? Als Interregio angeschrieben haben, behalten wir das mal bei. Das wäre dann F. Machen wir mal F-Stedt. Jo. Nach Lied. Nee, Blödsinn, nach Schwendi wäre das.
Nach Schwend. Okay, das muss auch reichen. Gut. Jetzt müssen wir hier aber kurz gucken, aber ja, dem Ganzen hier auf die Schliche kommen, warum das nicht richtig funktionieren will. Also der Zug könnte hier eigentlich rüber. Eigentlich müssen wir aus der anderen Richtung gucken. Und könnte dann eigentlich hier lang. Wie er, beziehungsweise, nee, er geht ja hier lang. Wir gucken aus der anderen Richtung. Ist einfacher. Da, wo das Ganze beginnt, nämlich hier. Also. Ist irgendwie komisch. Er müsste doch hier eigentlich rüberkommen. Vielleicht kann er vorne nicht wenden. Wir schauen mal. Also hier. Nee, hier kann er auch. Jetzt auch eine. Auch eine Weiche. Das kann nicht das Problem sein. Strom haben wir hier drin auch. Hier wechselt er dann aufs andere. Hier fährt er rechts. Nachher fährt er links. Ja, was ist denn hier nicht okay, liebes Spiel? Fehlt halt doch irgendwo ein Stück Gleis. Ach, das jetzt wieder suchen, das ist halt bei Trainfieber relativ mühselig. Bei Transportfieber hat man dann einen Prellbock, wenn Gleis fehlt. Dann hat man mittendrin einen Prellbock. Dann würde man sehen, wo es fehlt. Wir machen jetzt mal einen kleinen Test. Hier mit einem Wegpunkt. Wir sind in der Hälfte der Strecke sozusagen hier. Dann müsste der, glaube ich, schon bald mal kommen. Da ist er. So, also hier ein Wegpunkt. Und das würde dann heißen, zurück nach Farnstedt. Nach Lied. Wollen wir hier lang. Dann wird die Linie wahrscheinlich weg sein, weil es nicht geht. Ah, doch, es geht. Aha, warum muss man dir das denn sagen? Warum machst du das nicht automatisch? Jetzt passt es hier oben. Gut, mal gucken, ob es beim Rest dann auch passt. Ja, hier geht es dann rein. Genau wie wir wollen. Jetzt wollen wir aber noch schnell schauen. Ist das das richtige Gleis? Nein. Du sollst hier rein. Gut, dann können wir gleich nochmal einen Wegpunkt nehmen. Machen hier wieder zu. Und dann sollst du nach diesem Wegpunkt noch hier lang. So, dann geht er darüber. Dann müsste das jetzt passen. Genau, gut. Können wir hier wieder zumachen. Schauen nochmal. Letzte Kontrolle. Der geht hier unten lang. Der geht hier lang. Hier ist es zweigleisig. Hier ist es eingleisig. Und hier ist es tatsächlich auch immer noch eingleisig. Okay, müssen wir da nochmal einen Wegpunkt setzen? Käumlich. Wir könnten hier natürlich auch im Prinzip doch zweigleisig durch den Bahnhof durch. Warum geht das hier nicht? Muss ich da auch einen Wegpunkt setzen? Das wäre ja total schräg. Wir machen mal ganz einen einfachen Test. Nämlich wir machen nochmal eine neue Linie. So, machen die gelb. Und gucken wir, was passiert, wenn wir von hier nach hier wollen. Nach Lied. Das scheint gerade überhaupt nicht zu funktionieren. Das kann doch nicht sein. Wo ist hier der Fehler drin? Wir machen die mal zu. Moment. Doch, das funktioniert. Das funktioniert aber eben auch nur eingleisig. Okay. Irgendwas ist hier falsch. Und ich habe halt wirklich den Verdacht, dass ein Gleis fehlt. Oder sonst ist es wieder irgend so ein blöder kleiner Fehler, den ich jetzt gerade hier irgendwie nicht sehe. Ich meine, es ist ein normales zweigleisiges Gleis mit jeweils zwei Weichen, mit Signalen. Das müsste rein theoretisch funktionieren, wenn wir Gleis hätten. Wie prüfen wir das? Ich mache einfach mal hier auch einen Wegpunkt. Mal gucken, wäre ganz interessant, wenn man das tatsächlich so machen müsste plötzlich. Und das wäre dann nach Lied. Nach Lied hier lang. Jetzt muss die Linie eigentlich verschwinden. Wo war der Wegpunkt? Hallo? Ah, hier. Hä? Seit wann muss man denn den Zug anweisen, dass er beide Gleise benutzt? Kann sein, dass ich jetzt einen Hänger habe. Aber irgendwie, also das finde ich jetzt ganz interessant. Das müsst ihr doch selber merken. Habe ich irgendwas verstellt? Nein. Na gut, die können wir wieder löschen, Linie 1. Dann müssen wir den Wegpunkt da tatsächlich mit einberechnen. Linie 1. Halt, ich wollte sie nicht aufrufen, ich wollte sie löschen. Sorry. Kümpt gleich. Ja, gleich ist gut. Na. In den Niederungen des Computers suchen. So, hier die richtige erwischen. Linie löschen. Okay, und jetzt müssen wir... Ach, da hätten wir sie ja gerade gehabt. Die hier
Ja, ich sehe schon. Ich muss tatsächlich eine Fake-Linie installieren und die darauf nehmen wieder. Wir haben hier schon wieder zu lange Wartezeiten. Gut, das würde also hier dann heißen. Jetzt ist wahrscheinlich die Linie dann weg. Nach Lead. Das wäre im Prinzip hier. In die Richtung. Okay, dann nach Lead. Haltestelle hinzufügen. Zack. Aha. Sehr, sehr interessant. Wieso muss das mit Wegpunkten gesetzt werden? Das müsste die Linie doch selber merken. Es funktioniert ja, sonst würde es jetzt nicht angezeigt sein. Naja, gut, das... Also wenn jemand den Fehler hier sieht, bitte in die Kommentare. Ich bin gerade ein bisschen... Ja, ist mir rätselhaft, warum das irgendwie so nicht funktioniert. Aber okay, wenn es nicht geht, geht's nicht. Jetzt könnten wir halt hier eben noch eigentlich zweigleisig durchrasseln. Da müssen wir aber nochmal einen Wegpunkt setzen. Machen wir mal. Wir haben das Menü ja schön offen. Und das würde hier dann heißen Vorlint oder Vorlied. Also nach Farnstedt. Wollen wir hier lang. So, dann benutzen wir beide Gleise. Gut, jetzt haben wir mehr Wegpunkte als Haltepunkte. Aber okay, es scheint zu klappen. Also, zu den Zügen zurück. Wir wollen fahren. Wir haben gebaut, gebaut, gebaut. Jetzt haben wir uns auch eine schöne Mitfahrt verdient. So, mal gucken, ob die alle rauskommen. Interregio. Zack. Dann das Spiel noch laufen lassen, aber es kommt zumindest keine Meldung. Das heißt, es rechnet gerade. No. Sehr schön. Und wir lassen laufen. Und gucken mal, wer als erster kommt. Hardweg. Schön, der RAB. Mit wem fahren wir denn mit? Ich würde mal sagen, mit dem eher mit dem letzten, damit wir hier die ganzen Züge zumindest rausfahren sehen. Sehr nett. Irgendwie auch diese Lokomotive, also dieser Triebzug, der hat sowas von einer Modelleisenbahn. Ich muss es halt schon wieder sagen. Es ist, als der jetzt hier rauskam, es war wieder genau dieses Gefühl. Da fehlt eigentlich nur noch die Schneemod. Die müssen wir demnächst mal installieren. Das Ganze ist hier so schön hügelig und stellt euch mal Oberbösa vor mit Schnee. Da werden wir demnächst sowieso nochmal hingehen. Weil ich, wie gesagt, ich möchte das völlig schön machen dort mit Verkehrsschildern und Co. Mit noch ein paar zusätzlichen Häuschen. Warum kommst du nicht? Hast du hier kein Signal? Warum sind eigentlich... Ach so, weil das Hardweg ist. Ich wollte gerade sagen, warum sind eigentlich die Signale? Ich habe, glaube ich, das Rätsels Lösung. Diese Signale, die wir verwenden, die funktionieren nicht als Signale. Guck mal, wir haben nirgends ein Signal. Hier unten haben wir welche. Gut, ach je. Wir müssen nochmal schnell pausieren. Ja, dann ist klar. Dann hat die Linie das im Prinzip... die kann nicht zweigleisig funktionieren, wenn wir keine Signale haben. Und wir haben Signale verwendet, die so nicht funktionieren. Wir lassen die jetzt mal stehen. Nehmen welche, die sicherlich gehen. Zum Beispiel das hier. Und machen die... Ja, wir machen die in die Nähe. Dann haben wir zwar ein bisschen viel Signale, aber okay. Jetzt müssen wir sie halt nochmal setzen. Geht nicht anders. Okay, gut. Dann gibt's... Ach komm, wir machen, was wir sehen, nehmen wir trotzdem weg. Ah, schade. Da haben wir jetzt uns natürlich sozusagen doppelte Arbeit gemacht. Ja, wir machen es vernünftig. Also das kommt hier hin, dann kommt das weg. Und jetzt die alle finden, wenn sie nicht eingezeichnet sind. Ich glaube, ich weiß noch, dass wir hier noch eins hatten. Jo. Okay, ich habe wieder was gelernt. Nicht einfach Signale nehmen. Die sollten auch funktionell sein und nicht einfach nur Dekoration. Was die hier halt sind. Sie sind natürlich auch sehr schön, das ist keine Frage. Aber wir brauchen hier die funktionierenden. Okay, dann ist aber auch alles geklärt in Sachen, warum das hier nicht zweigleisig funktioniert hat. Das kann nicht. Das ist ganz klar. Gut. Einmal hier, einmal hier. Dann wieder mit dem Bagger. Zack, zack. Wir düsen weiter. Ich glaube, hier haben wir noch welche. Nur, haben wir hier tatsächlich nur das Gegensignal? Ja, weil das andere da vorne steht. Okay. Das wäre dann hier. Und hier noch eins. Ja, geht schneller, als ich gedacht habe. Aber es ist halt sozusagen doppelte Arbeit, die nicht sein muss. Jetzt könnten wir uns die Wegpunkte natürlich schenken, die wir gesetzt haben. Jetzt wird es funktionieren.
Aber wir lassen den Fahrplan jetzt mal so. Die Wegpunkte sind auch nicht im Weg. So, ich hoffe, ich mache das jetzt hier so in der Eile doch relativ richtig noch. Sonst werden wir es halt auch merken. So, den hier und dann... Boah, auch wieder hier hin. Okay. Weiter gucken, wahrscheinlich hier irgendwo, genau, da haben wir sie schon. Stellen wir die mal hin, reißen die wieder ab. Die falschen Signale, das muss mir nach 1000 Folgen Tränenfieber auch mal noch passieren. Das habe ich noch nie gemacht, aber normalerweise sind ja eben die funktionierenden Signale die, welche als Signale gedacht sind, auch weiter oben in der Liste. Und wenn ich halt aus irgendeinem Grund da schon ganz unten war, dann nehme ich halt die unteren und das sind die, die eben nicht gehen. Und die habe ich normalerweise offensichtlich eben nicht benutzt, weil sie so weit unten sind. So, gut. Hier vorne mit Sicherheit nochmal. Jawohl. Machen wir das mal dahin. Das ist zwar irgendwie doof, genau hinter dem Pfosten. Deswegen nehmen wir es nochmal weg. Machen es hier hin. Dann werden wir hier sicherlich ein Signal haben. Haben wir. Nehmen wir es erst weg, dann haben wir den Platz, damit wir das neue hinstellen können. So, schnapp. Okay, jetzt nochmal gucken. Hier haben wir auch noch was hingestellt. Genau, das können wir aber stehen lassen. Das ist egal. Wir machen hier das Funktionierende hin. Und hier vorne, ja, dann nehmen wir es weg. Denn das steht genau da, wo eigentlich das Signal stehen soll. Dann geht das hier rauf, hier rüber. Dann, das ist von den Schienenbussen, aber hier vorne haben wir noch eins. Genau, dich hier. Da müssen wir noch schnell in die Gegenrichtung gucken und dann werden wir dann doch tatsächlich noch mit den Zügen mitfahren dürfen. Das ist ja sehr gnädig. Okay, also Gegenrichtung haben wir hier. Habe ich hier keines gemacht? Nein, sonst hängen wir hier auf die Weiche. Dann haben wir hier vorne eines wahrscheinlich. Jawohl. Okay, mit chirurgischer Präzision sozusagen. Machen wir mal hier hin. Und hier ist noch eines. Ne, das ist schon das Richtige. Gut, jetzt müssten wir es eigentlich haben. Linie kontrollieren. Sicherheitshalber. Das war Interregio. Achso, jetzt haben wir die Züge natürlich schon drauf. Das war die hier. So, mal gucken. Na, ja, jetzt dauert es wieder eben. Ich muss da oben die Fake-Linie wieder installieren, damit das hier wieder ein bisschen zackiger geht. Ja, passt eben. Das kann nicht plötzlich nicht mehr gehen, nur weil die Signale stehen. Wir haben ja die Wegpunkte alleine schon als Hilfe. Gut, passt. Dann können wir jetzt zugucken. Jetzt kann der auch fahren. So, und da kommt auch schon daher. Hat wieder weg. Ah, schön. Züge. Nett. Oh, ist das wieder... Moment. Jetzt habe ich das Rad wieder weg. Nein, ich muss doch noch was gucken. Jetzt kommt noch... Oh yeah, ich brauche ganz schnell Pause. Nein, Interregio steht da. Okay, was haben wir denn hier noch Schönes? Okay, Busse. Das sind dann hier diese Leerstellen. Die gefallen mir dann wieder überhaupt nicht. Ich hoffe mal, es hat einfach kein Vorschaubild. Aber das sieht schon wieder nach irgendetwas aus, was dann vermutlich eher abstürzen wird. Noch mehr Busse und noch mehr Züge. Gut. Hart wieder weg. Nee, hart wieder hin. Hier geht's nicht. Mit Leertaste, dass das Ganze läuft. Das muss man tatsächlich manuell machen. Okay. Dann kannst du hier auch rüber. Ich weiß auch nicht, liegt es an dieser Kurvenfahrt, dass das irgendwie für mich wieder einmal mehr extrem nach Modelleisenbahn aussieht? Ist schwierig zu sagen, aber gut. Viel Glück unterwegs. Da kommt der City-Elefant. Oder City-Elefant. Auch sehr nett. Ich weiß gar nicht, ob wir den in Staffel 2 mal hatten. Ich glaube, ich wollte den immer mal nehmen. Und irgendwie hat es dann nicht ganz geklappt. Schöner Zug. Kann auch gleich Gas geben. Und da kommt schon die ÖBB Cat. Oder steht schon in den Startlöchern. Wartet noch, bis der da unten ganz weg ist. Jetzt.
Ja, irgendwie der gefällt mir einfach, der Zug. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal gesagt. Der Flughafenzug von Wien ist das. Klar, der fährt jetzt halt nicht zu einem Flughafen. Oh, Flughafen müssen wir auch mal noch hinstellen. Fällt mir da gerade ein. Gehört aber halt auch zum schönen Bau. Wir haben ja gesagt, wir werden jetzt hier erstmal alles Nötige veranlassen, damit die Städte wachsen. So. Da hinten kommt noch der Stadler. Brieg, aha. Das schöne Wallis. Die französischsprachige Schweiz. Den möchte ich halt auch noch sehen. Ich würde schon gerne mit dem mitfahren, aber wir fahren mit dem hier mit. Das müsste eigentlich der letzte sein. Und der ist ja doch arg schnell eigentlich. Oh, und der hat auch einiges an Kapazität, wie man sieht. 160 Leute. Heiliges bisschen. Okay, so viele werden wir hier wahrscheinlich nicht transportieren müssen. Aber okay. Jetzt haben wir hier aber noch Rot. Da müssen wir noch einen Moment Geduld haben, bis der da hinten im Tunnel drin ist. War unser hier schon? Die Busse fehlen halt noch. Das müssen wir natürlich auch noch machen. Hier wird es eh interessant mit Bussen dann hier. Ja, da können wir noch schön mit den Straßen noch ein bisschen in den Berg reingehen. Aber jetzt fahren wir erstmal mit, haben wir gesagt. Das war hier oben. Da muss tatsächlich schon der Erste warten, wie sich das gehört. Und ja, guck mal, da bauen sie. Mhm. Da fehlen nur noch, da bauen sie auch gleich, fehlen nur noch Busse. Und dann wird das Städtchen auch wachsen und Güter natürlich noch. Aber hier, das meine ich, hier dieses in den Berg reinbauen, das finde ich einfach genial. Und da, ja, deswegen werden wir hier, würde ich sagen, auch uns noch ein bisschen Mühe geben mit Straßen und Co. dann, bevor wir die Busse installieren. Jetzt haben wir schon wieder Rot, jetzt haben wir wieder Grün. Wir sind, glaube ich, eben auch ein bisschen schneller wie die anderen. Schadet dir aber auch nicht. Da in weiter Ferne sieht man den anderen Zug noch. So, das heißt, wir werden wahrscheinlich nochmal irgendwie demnächst Rot haben. Das wird sich nicht verhindern lassen. Gefällt mir der Zug. Ich kenne den natürlich nicht wirklich. Brieg ist elendweit weg von hier. Also von daher kann ich den nicht kennen. Aber schön ist er halt trotzdem. Ja, jetzt haben wir es. Wird es gerade grün oder haben wir es wieder rot? Wir haben es wieder rot. Ich würde mal sagen, wir steigen mal kurz um. Nicht, dass mir der Zug nicht gefallen würde. Aber ich möchte eigentlich mit der ÖBB Cat noch ein Stück mitfahren. Ist hier schon jemand drin? Nee, wie auch. Und hier wird auch noch keiner zusteigen. Ja, doch, ein... Oh, zwei Passagiere haben wir, obwohl wir noch keine Busse haben hier. Das ist ja gut, dann sind sie zu Fuß gekommen. Da würde ich mal sagen, das ist Einsatz. Da gehen die Türen auf. Und da spaziert noch einer. Ja, der ist gerade eingestiegen. Sehr gut. Haben wir doch die ersten zwei Leute da. Ja, drin. Okay, du kannst wieder Gas geben. Mehr kommen nicht im Moment. So, Türen gehen zu. Und weiter geht unsere Reise. Jetzt dem See entlang, beziehungsweise da diesem Bergkamm folgend. Und hier wird auch gebaut. Ist schon sehr cool. Wie das dann relativ schnell geht, sobald sie irgendwie eben eine Zugverbindung in der Nähe haben. Das ist jetzt ein eher längeres Tunnel, jo, aber da kann er schon mal ein bisschen Fahrt aufnehmen eigentlich. Tut er das? Schwierig zu sagen. Irgendwas macht er. Er fährt. Wisst ihr was, wir gehen mal hier vorne gucken, wo es rausgeht. Ist ja gerade noch ein anderer. Hier ist weit und breit kein anderer Zug. Heiliges bisschen, wo sind die denn alle? Da unten ist einer. Ja, hier kann man natürlich schnell fahren. Deswegen werden die wahrscheinlich schon weg sein. Oh, da kommt unserer dahergeschossen. Gleich mal wieder einsteigen. 140 km/h, das ist das maximale Tempo, was er leisten kann, habe ich gelesen. Da gehört er, glaube ich, eher zu den langsameren unter diesen Zügen, die auf dieser Linie sind. Aber ich habe das jetzt nicht nach Tempo ausgesucht, sondern eher nach der Optik. Boah, das ist ja schon auch hier mit dem See. Sehr, sehr schönes Panorama. Okay, jetzt müsstest du aber eigentlich... sind das 140 km/h? Das wirkt irgendwie so langsam. Aber das sind 140, okay. Schön.
da vorne ins Tunnel rein und da hinten splittet sich das Ganze dann eh schon auf. Dann geht es da für uns dann rechts unter der Brücke durch, durch diesen ehemaligen Wald durch. Eh die schönere Strecke, finde ich, wie die, welche in die andere Richtung geht. Aber irgendwie finde ich die ganze Konstruktion einfach schon interessant, dass man zwei komplett verschiedene Wege hat. Gibt es wahrscheinlich in der Realität so nicht. Das kann man nicht bauen, das ist viel zu teuer. Da würde man das Ganze eingleisig machen. Aber wir sind ja nicht in der Realität. Wir genießen das, dass wir hier eben bauen können. Da oben kommt wieder der RB. Und da steht noch ein Schienenbus. Und wir fahren jetzt hier unter der Brücke durch. Cool, das schauen wir uns mal von hier an. Da oben ist der andere Zug schon wieder. Aha, das müsste der City-Elefant sein. Genau, jetzt dachte ich gerade einen Moment, es sei der Walliser Zug. Das kann ja aber nicht sein, der ist ja hinter uns. Aha. Und da hatten sie rot. Gut, das sollte wohl auch bald umschalten, sobald der da oben wieder ein Signal passiert hat. Und sonst haben wir hier ein relativ schönes Bild von diesem einfach wirklich sehr schönen Zug. Mir gefallen halt auch die Farben extrem gut. Grün und, ja, ist das schwarz? Nee, das ist ein dunkles Blau, würde ich sagen, oder? Ein helles Schwarz. Gibt es ein helles Schwarz? Schwarz ist eigentlich selten hell, deswegen die Frage. Okay, immer wieder rein und über den Fluss. Ah, guck mal, jetzt ist hier aber tatsächlich schon einiges los an diesem Bahnhof. Also diese paar Züge, die haben jetzt hier doch auch schon wieder etwas bewirkt. Da oben schlendert noch ein Schienenbus. Der scheint dann rot zu haben, weil da wahrscheinlich einer entgegenkommt. Ah, Treffen der drei Züge. Cool, schönes Bild. Und so ruhig. Sie machen so kaum Lärm irgendwie. Dabei, die Soundmod habe ich drin, aber eben, ich weiß halt nicht, ob die beim ÖBB-Cat greift. Ich glaube nicht, aber das ist auch nicht so schlimm, der Sound ist trotzdem, ich finde den Sound irgendwie angenehm von diesem Zug. Ist halt nicht übertrieben laut. Haben wir da grün? Ja, wir haben... Ne, wir haben rot. Ne, wir haben grün. Okay, das heißt, wir können hier in den Bahnhof rein. Da kommt noch ein Güterzug entgegen. Ne, doch nicht. Wo habe ich einen Güterzug gesehen? Doch, da hinten ist einer. Ich dachte, ich habe doch gerade Güter gesehen. Okay, cool. Sehr belebt das Ganze langsam. Das gefällt mir natürlich. Da wird auch gebaut. Die Stadt wächst also auch. Die kriegen auch schon Güter. Von daher passt das bestens. Gut, haben wir eine neue Strecke gemacht. Was jetzt halt noch fehlt, das sind die Busse in diesen beiden Städten. In Schwendi und in der anderen Stadt. Und ich höre hier irgendwo eine Dampflok. Oh, sehr schön. Da gucken wir natürlich noch schnell zu. Ja, danke fürs Zusehen. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann gibt es dort die Busse und dann werden wir noch ein paar weitere Schandtaten in Angriff nehmen. Gut, danke fürs Zusehen. Bis hoffentlich zum nächsten Mal. Jetzt müsste ich es hier noch vernünftig zu fassen kriegen. Wir machen es mal so. Ja, so ist nett. Danke fürs Zusehen. Bis hoffentlich zum nächsten Mal. Tschüss.